Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auch alle recht herzlich begrüßen. Ich habe ja gestern Abend meinen sofortigen Rücktritt vom Parteivorsitz erklärt und möchte das kurz begründen. In der vergangenen Woche musste ich kurzfristig mehrere Wahlkampftermine in Schleswig-Holstein wegen der gesundheitlichen Situation meines Mannes absagen. Dem war vorausgegangen, dass ich am 31. März meinen Mann in die Notaufnahme eines Berliner Krankenhauses bringen musste und dort wurde er gründlich untersucht. Aufgrund der altersbedingten Erkrankung meines Mannes habe ich mich nach reiflicher Überlegung entschieden, das Amt der Vorsitzenden der Partei Die Linke mit sofortiger Wirkung niederzulegen. Sie können sich vorstellen, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Aber für mich ist ausschlaggebend, dass meine familiäre Situation eine häufige Abwesenheit von meinem Wohnort Berlin nicht mehr zulässt. Und gerade das wäre in Zeiten des Wahlkampfes eine entscheidende Aufgabe für mich gewesen. Und ich habe nicht vor, halbe Sachen zu machen. Ich werde mich also nur noch auf ausgewählte Termine außerhalb Berlins beschränken müssen. Ich bin mit den behandelnden Ärzten im Gespräch. Zu Einzelheiten der Krankheit werde ich mich nicht äußern. Ich möchte Sie auch bitten, die Privatsphäre meiner Familie, natürlich insbesondere meines Mannes, zu respektieren. Künftig werde ich mich auf mein Mandat als Berliner Bundestagsabgeordnete konzentrieren. Vor meiner Entscheidung habe ich selbstverständlich mit meinem Co-Vorsitzenden Klaus Ernst, mit dem Fraktionsvorsitzenden der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, Gregor Gysi, und mit den Geschäftsführern gesprochen. Ich habe vor der Erklärung den geschäftsführenden Parteivorstand informiert. Heute haben wir uns um 10 Uhr in einer Telefonkonferenz verständigt. Und turnusmäßig trifft sich ja der Parteivorstand am kommenden Samstag. Und an dieser Sitzung werde ich auch teilnehmen. Ich möchte mich bei allen Mitgliedern der Partei Die Linke, die mich in meiner Arbeit unterstützt haben, herzlich bedanken. Insbesondere bedanke ich mich bei Klaus Ernst für eine immer enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit in manchmal sehr bewegten Zeiten. Klaus Ernst und ich haben sehr eng, sehr gut und von gegenseitiger Sympathie getragen zusammengearbeitet. Ich wünsche meiner Nachfolgerin Gesundheit und Erfolg und ich werde selbstverständlich heute keine Bilanz meiner Arbeit als Parteivorsitzende ziehen. Dazu wird auf dem Parteitag in Göttingen Gelegenheit sein. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen. Vielen Dank.